Wir sind von TI Connectivity hier im Stadion und haben heute das zweite Mal eine sogenannte Ostersuchaktion für Kinder mit Teilhabekarte stattfinden lassen, zusammen mit euch in unserer Sozialkampagne im Zeichen der Lilie. Wir haben ja auch mit euch zusammen schon diesen Sport- und Gesundheitstag in Schulen veranstaltet. Die Mitarbeiter von TI Connectivity haben im Vorfeld Ostereier versteckt hier im Stadionumfeld. Wir haben die Kinder in kleine Gruppen eingeteilt und sind im Grunde dann auf die Suche gegangen. Und jedes Kind, das ein Osterei gefunden hat, hatte die Möglichkeit, dieses Osterei gegen ein Geschenkepaket einzutauschen. In diesem Rucksack ist dieses Bällchen drin gewesen. Es war eine Brotdose drin, die eine Banane, eine Mandarine und ein Osterei enthalten hat. Und das natürlich auch wieder mit dem Hintergrund gesundes Leben, gesund ernähren, Sport treiben. Also es ist uns wichtig, dass wir eben unser soziales Engagement an den Standorten zeigen, an denen wir ansässig sind. Wir wollen einfach als SV Darmstadt 98 die soziale Verantwortung übernehmen hier in Darmstadt und der Region und möchten der Region etwas zurückgeben. Ja, wir haben dieses Jahr bei der zweiten Auflage sehr viel Glück mit dem Wetter gehabt. Wie man sieht, die Sonne scheint und die Kinder mussten nicht im Regen suchen. Ansonsten, ich glaube, es waren mehr Kinder da als im letzten Jahr und den Erfolg hat man ja gesehen. Die haben ja viel Spaß dabei gehabt und wir haben auch ein tolles Geschenk für sie bereit gehabt und ich denke schon, dass sie sich gerne daran erinnern, was wir heute erlebt haben.